da, weil ich jetzt heute meine nächste Juliwoche abrechnen möchte. Wir haben heute den 12. Ich war doch, glaube ich, mehr shoppen, als ich wollte. Ja, ich fange einfach mal an. Wir schauen direkt mal rein. Heute sitze ich ja nicht am Esstisch, denn auf der Seite unseres Hauses wird gerade der Garten gemacht. Also bin ich jetzt mal ins Zimmer meiner Tochter geflüchtet. Die ist nämlich gerade schwimmend mit ihrer Freundin. Und hier ist es jetzt gerade still und das Licht ist auch nicht so grün. Das ist auch mal ganz nett zur Abwechslung. So, Woche 2. Ah ja, da ist ein... Ein Bon, den muss ich noch. 6., 7. Okay, also hier sind noch T-Shirts drin von H&M. Die brauchten meine Kinder für die Kinderuni Kunst. Die waren nämlich T-Shirts bedrucken. Das kommt aber aus dem Kleiderbudget weg. Das habe ich noch nicht abgerechnet. Ich habe da immer noch nichts abgerechnet. Ich habe noch keine Zeit gehabt, irgendwie mich in Ruhe hinzusetzen. Ich bin im Moment ja auch kaum alleine. Meine Kinder sind, wenn meine Kinder nicht zu Hause sind, bin ich auch nicht zu Hause, weil ich entweder arbeiten bin oder ich bin halt auch mit Schwimmen und so. Hier ist es gerade super heiß. Wir haben die ganze Zeit so um die 30 Grad oder heißer. So richtig, richtig ätzend. So, ich schaue mal. Am 6.7. war ich bei, genau, da war ich Fleisch holen. Ich wollte eigentlich nur Fleisch holen. Das hat wieder richtig gut funktioniert. Also ich habe natürlich auch Fleisch geholt, habe ich auch noch anderes Krimskrams geholt. Weswegen ich hingegangen bin, ist eben Hühnerfilet. Da habe ich 17 Euro bezahlt für 3 so richtig große Hühnerbrüste, die auch noch die, wie nennt man diese kleinen Filetstücke? Innenfilets? Weiß ich gar nicht. Aber es waren auf jeden Fall 3 Hühnerbrüste, die dann für 3 Mahlzeiten reichen. Und dann habe ich 1 Kilo Rinderfaschiertes geholt. Da benutze ich pro Mahlzeit so ungefähr 500 Gramm. Also das waren 17 Euro und 9 sind 26 Euro für 5 Mahlzeiten. Das Fleisch, also 5 Euro pro Mahlzeit und dann durch 3 Personen. Das finde ich eigentlich ganz okay. Also deswegen gehe ich da wirklich gerne Fleisch holen, weil ich die Preise okay finde. Der Rest war halt Flammbrot, ne? Diese Gebäckdinger, ja, türkische Pizza. Die ist halt auch super lecker, die nehme ich da gerne mit. Also, da war ich für 41,46 Euro. Dann war ich am Tag danach bei Lidl. Das ist am 7.7. für 14 Euro. Ach genau, ja, gut. Da waren wir auch schwimmen. Da habe ich jetzt, da war ich dran mit Sachen holen zum Schwimmen gehen. Das ist nur fürs Schwimmen gehen gewesen. So, und hier am 8.7. war ich bei Hofer. Für 44,28 Euro. Okay. Da habe ich einen ganz normalen Einkauf gemacht fürs Wochenende. Da habe ich sehr viele unglaublich gesunde Sachen gekauft, wie Eis und Eis und Cola und Cola. Und Mayonnaise. Ja, die wichtigen Sachen halt. Habe ich geholt. So. Jetzt rechne ich das mal zusammen. Das sind
41, 46 plus 14,35 Euro. Das ging gar nicht. 41, 46 plus 14,35 Euro plus 44,28 Euro. Okay. 100 Euro und 9. 100 Euro und 9. Gut, hätte weniger sein können. So. Muss ich halt jetzt in der laufenden Woche nochmal schauen, dass ich nicht so viel ausgebe. Das trage ich jetzt in meine Monatsübersicht ein. Das ist am 6.7. 41, 46, 41, 46. 14,35 und 44,28. Ja, im Moment ist das irgendwie einkaufstechnisch für mich ein bisschen doof, denn ich fahre normalerweise zur Arbeit und zum Einkaufen mit einer Schnellbahn hier in Wien, die im Moment, wo die Gleise saniert werden, denke ich, und die Schnellbahn, zumindest an dem ganzen Stück, wo ich wohne, das einmal so quer so durch Wien geht, die ist für die kompletten 2 Monate Sommerferien gesperrt. Dazu ist auch noch die U-Bahn, die hier bei uns fährt, die fährt nicht durch, die ist zwischendurch auch gesperrt und es gibt nur Busse als Schienenersatzverkehr und so. Und finde ich gerade super mühselig, weil ich muss auch morgens dann mit dem Bus zur Arbeit fahren und das läppert sich alles so zusammen. Das ist so viel Zeit. Super nervig. Na gut, aber kann man nichts machen. So an den beiden Tagen war ich nicht einkaufen. Was soll ich sagen? Das wird sich auch nicht ändern. Ich brauche einfach 2 Tage in der Regel. Also das war jetzt extra, weil ich komme im Moment eben schlecht zu Lidl, weil diese Schnellbahn nicht mehr fährt. Deswegen war ich hier Fleisch holen. Das sind so die Sachen, das brauche ich fürs Wochenende. Jetzt brauche ich keine Schnulsnacks mehr und so. Also heute ist der 12. Bis jetzt bin ich mit allem, was wir da haben, durchgekommen. Die nächsten 2 Tage habe ich, glaube ich, auch noch alles da. Also ich werde nur fürs Wochenende noch mal was kaufen. Aber da weiß ich noch nicht. Vielleicht fahre ich morgen zu Lidl. Ich glaube, Samstag. Ich glaube, es wird auch wieder so heiß werden. Ich muss mal schauen. Was sagt das Wetter? Das Wetter sagt heute, es ist super warm. Freitag 29, Samstag 33. Nee, da werde ich nicht einkaufen gehen. Morgen. Morgen. Donnerstag. 26 Grad. So. Dann. Das habe ich mir noch nicht auseinanderklabüstert. Keine Zeit gehabt. Also, und auch nicht. Also, es ist heiß. Ich habe keinen Bock. Sobald das so über 30 Grad geht, unsere Wohnung hat im Moment 27 Grad und ein bisschen, ist nicht mehr meins, habe ich keinen Bock mehr. Also eigentlich habe ich gar keinen Bock auf gar nichts, aber ich muss da jetzt anscheinend durch, wie immer. Deswegen habe ich hier noch nichts gemacht. Diesen einen Kassenbon von H&M muss ich halt noch hier ins Kleiderbudget, unsere Bücherkiste. Meinem Sohn hat da ein Buch, ein englisches, so gut gefallen. Da wollte er jetzt auch den 2. und 3. Teil gerne von lesen. Die habe ich noch gekauft. Das kommt dann hier noch raus. Aber da kommen ja im September wieder 300 Euro rein. Aber ich muss mich jetzt am Wochenende mal hinsetzen. Mein Mann ist am Wochenende arbeiten und bei 33 Grad werde ich auch nichts Dolles machen. Also wir gehen Freitag schwimmen und Samstag, denke ich, sind wir auf jeden Fall zu Hause.
Und da werde ich mich mal in Ruhe hinsetzen und das alles fertig machen. Auch für den Urlaub, was jetzt alles genau runter ist, was ich noch selber bezahlen muss, was noch abgebucht wird, damit ich dann wieder auf dem neuesten Stand bin. Das habe ich aber halt bis jetzt einfach nicht gemacht. So, wir haben heute den 12. Dann kann ich jetzt hier nochmal schauen. Ich weiß, dass das abgebucht ist. Ich weiß, dass Amazon Prime abgebucht ist. Apple müsste auch. Mein Sparabo ist da. Mein Sparabo waren. Das muss ich auch nochmal berichtigen. Ich glaube, gerade mal 15 Euro oder so. Aber habe ich halt auch noch keine. Also bis nächste Woche muss ich das alles auf den neuesten Stand bringen, weil sonst komme ich durcheinander mit dem, was alles für den Urlaub noch abgebucht wird von meinem Konto. Und da muss ich mich dann mal hinsetzen. So. Das kommt noch. Das kommt noch. Okay. Die müsste ja eigentlich auch runter sein, ne? Finalinien ist auf jeden Fall runter. Ich schaue mal ganz schnell nach, ob das schon abgebucht ist. Dann kann ich das ja abhaken. Nee. Ulkig. Ich noch nicht sehen. Nee, du hast noch nicht abgebucht. Okay. Wir hatten ja letzten Monat, da wo ich mich so geärgert habe, weil ich das nicht aufgeschrieben habe. War das schon vorletzten Monat? Ist im Mai? Nein, ich hätte das am Ende irgendwo dazu geschrieben. Ne? Genau, Paramount Plus. Haben wir schon gekündigt, deswegen taucht das hier nicht mehr auf. Da haben wir alles geguckt, was uns gefallen hat. Im Moment haben wir halt dann nur Prime zum Gucken und mein Mann bezahlt Netflix. Mehr ist jetzt gerade nicht da. Ulkig, warum ist die noch nicht runter? Ist noch nicht aufgetaucht. Okay, dann wird das wahrscheinlich jetzt aber diese Woche irgendwie abgebucht werden. So, also das ist das. Und dann meine Planung für diese Woche schaute ja so aus. Da waren wir bei McDonald's essen. Da hatten wir aber noch einen Gutschein. Den hat mein Mann irgendwie von der Arbeit von irgendjemandem bekommen. Die Hackfleischröllchen gibt es am Donnerstag. Die haben wir mit dem Huhn heute und der türkischen Pizza getauscht. Also die Sachen gibt es alle, das ist nur getauscht. Denn meine Tochter ist eben heute schwimmen. Morgen sind die Kinder in der Kinderuni und in der Zeit kann ich dann das Huhn in Ruhe machen. Letzte Woche, was wir Neues ausprobieren wollten, das war ja... Die war ja hier. Upsi. Diese Karottensuppe mit Mango. Super lecker. Also ich fand die total gut, weil ich esse einfach gerne Ingwer in überall drin, wenn es geht. Und zusammen mit Karotten und der Kokosmilch fand ich einfach. War total lecker. Und das mit der Mango, das war mal noch ein bisschen was anderes. Mit Mango und Pfeffer fand ich gut. Werde ich auf jeden Fall für mich nochmal machen. Meine Kinder wollten die noch nicht mal probieren. Die fanden das ganz schlimm. Dann, was ich die ganze Zeit überlege, das ist eben diese Suppe, Rucola-Feta. Mal schauen, was ich auf jeden Fall machen werde, weil ich noch Lauch und Zwiebeln habe, die weg müssen. Zwiebellauchsuppe, die wird es am Wochenende irgendwann geben, jetzt, wenn mein Mann nicht da ist. Zumindest für mich. Also ich werde die essen, meine Kinder weiß ich noch nicht genau. So, was wir letzte Woche noch hatten aus diesem Kochbuch, das waren dieses... Zitronenhühnchen mit Bandnudeln,
mit Zucchini und Tomaten. Oh, das war so lecker. Das war super lecker. Das fanden meine Kinder auch gut und mein Mann fand das gut. Ich schaue mal, ob ich noch... Ich habe auf jeden Fall Fotos gemacht, die ich meinem Mann geschickt habe. Die wird es also... Heute ist Mittwoch. Die wird es noch geben diese Woche. Da habe ich alles für da und dann vielleicht am Wochenende dieses... Aber da weiß ich noch nicht genau. 33 Grad, ob ich da den Backofen anmachen möchte. Ich glaube ja eher nicht, ne? Aber die sind aus der Pfanne, einfach mit Joghurtgurken und dem Baguette dazu. Ich schau mal, die sind vielleicht auch ganz lecker. Und dann war hier noch was? Nee. Aber das Kochbuch fand ich bis jetzt nicht schlecht. Also das gefällt mir tatsächlich noch mehr als beim ersten Mal so beim Durchblättern. Hier werde ich, glaube ich, einiges noch ausprobieren. Das Zitronenhühnchen, das bleibt auf jeden Fall. Das werden wir öfter machen. Super lecker. Die lachen mich auch so ein bisschen an. Ich schau mal. Auf jeden Fall müssen wir jetzt diese Hackfleischröllchen noch machen. Ja, so, und das war's. Also, diese Woche muss ich eben tauschen. Heute ist Mittwoch. Heute gibt's die türkische Pizza. Und dann mache ich entweder... Da haben wir nämlich, Dienstag haben wir nämlich auch was anderes gegessen, denn mein Mann hatte frei. Ups, ich bin heute schief unterwegs. Ich glaube, ich drehe euch mal zurück. So. Da hat mein Mann frei. Ja, das habe ich auch noch nicht eingetragen. Muss ich auch noch machen. Ja, wir schauen. Ich kann euch nächste Woche berichten, was es geworden ist. Tschüss.